Sie ist groß, bunt und vielseitig. Die junge Halle auf der Schau 2018 weiß ihr Publikum zu begeistern. Einmal mehr schließen sich die Jugendeinrichtungen des Landes zusammen, um ihr Programm zu präsentieren. Von Jugendlichen an Jugendliche. Die junge Halle ist eine einzigartige Plattform für die Jugend. Und da bietet sich die Möglichkeit, dass alles gestaltet wird von der Jugend für die Jugend. Wir haben der größte Jugendtreff vom Land, da ist für jeden was dabei. Wir haben 20 Jahre junge Halle, was uns besonders freut, dass sich das so bewährt. Und ja, dazu haben wir uns auch einiges überlegt. Wir haben schlussendlich ein super Programm auf die Füße gestellt, haben auch analog und digital vernetzt. Und wir haben über 20 Jugendorganisationen, wo die Halle mitgestalten und ganz viel Programm bietet für jeder Besucher oder für jeder Jugendliche ein richtiges Erlebnis. Geht es um die Integration von Jugendlichen in soziale Konstrukte, ist man bei der Jugendwerkstätte Dornbirn gut aufgehoben. In enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen werden neben der so wichtigen sozialen Kompetenz auch eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung vermittelt. Ein vielseitiges Bildungs- und Aktivitätsangebot schafft es so, fachliche und soziale Fähigkeiten mit einem gesunden Lebensstil zu vereinen. Jeder zweite Jugendliche kann somit längerfristig vermittelt und einer sicheren Zukunft entgegenblicken. Dass zu einer sicheren Zukunft auch ein demokratisches Mitbestimmungsrecht zählt, das möchte die Jugend Dornbirn den jungen Menschen näherbringen. In wichtige Entscheidungsprozesse wird hier auch der jüngere Teil der Bevölkerung eingebunden. Dafür wurde man auch schon mit dem Demokratiepreis ausgezeichnet. Eine aktuelle Studie der FH Vorarlberg zum Thema Mitbestimmung von Jugendlichen zeigt, dass rund 60% der Jugendlichen sich im Internet über die Politik informieren. Am glaubwürdigsten aber immer noch Eltern, Schule und Freunde gewertet werden. Sollten Jugendliche Fragen zum Thema Förderungsgelder, Auslandsaufenthalte oder Jugendprojekte beschäftigen, bietet das AH eine gute Anlaufstelle. Vor Ort gibt es dann auch reichlich Informationen zur ehrenamtlichen Mitarbeit und wie mit der AH Plus Card dafür ganz einfach Punkte gesammelt werden können. Mit der Karte und den Punkten im Gepäck gibt es dann Ermäßigungen wie auch Konzerttickets und Schnuppertage bei Profisportlern. Einen ganz anderen Reward bekommen Jugendliche der offenen Jugendarbeit Dornbirn. Auf völlig freiwilliger Basis integrieren sich Jugendliche hier in sinnvolle Freizeitbeschäftigungen. So werden an der Seite von Fachleuten alte Fahrräder und Boote repariert und ihnen wieder Leben eingeflößt. Neben den vorbildlichen Recyclingmaßnahmen werden auch Schulworkshops und Flüchtlingsprogramme angeboten. Die Jugendeinrichtungen sind mit Herzblut darum bemüht, Jugendliche sinnvoll in die Gesellschaft einzubinden, ihnen fordernde Aufgaben und eine wohltuende Anerkennung zu geben.